Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind jetzt hier in der Geheimkammer und stehen vor dem Apfel, also vor einem langen Hindernisparcours. Und was wir jetzt genau machen müssen, um dort hinzugelangen, werden wir jetzt sehen. Ich kann eins sagen, es ist nicht einfach. Ich hatte das schon mal früher gemacht. Leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform? Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überleg es dir. 100 Jahre könnte ich sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 Sinnen. Ihr mit 6. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken. Oh mein Gott, die Olle geht mir auf die Nerven. Euch verwehrt. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Okay. Boah, das war jetzt gerade Glück. Oh, die nervt. Zwar richtig. So. Ich hasse dieses Level einfach nur gerade. Oh, bitte nerv mich. Super. Nein, genau deswegen hasse ich dieses Kack-Level. Hast du das auch gehört? Oh mein Gott. Boah, alles von vorn. Könnt so kotzen. Ich geh hier hoch. Ah, könnt ihr es verstehen, warum ich es so hasse? Ja, zum Glück gehen die anderen auch nicht noch runter. Wie soll ich denn hier wieder hochkommen? Also, okay. Ja, yay, wie ich mich freue. Das ist mir früher die ganze Zeit passiert, dass er irgendwie scheiße gesprungen ist. Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit jetzt mal. Nicht, dass er hier noch mehr falsch springt, da habe ich kein... Okay, ganz ruhig. Ich habe mit dem Stick genau dahin gezielt, nur der war zu blöd, da richtig hinzuspringen. Schon wieder. Oh Gott, ich könnte so fluchen. Ich hasse es abgrundtief, dieses scheiß Level. Spring doch hier hoch. Ich drück Spring und er macht nichts. Ich werde wieder voll verarscht. Oh mein Gott, spring nur jetzt hier hoch, du Opfer. Dieses Level, es bringt mich noch zur Weißglut. Es ist auch so ein bisschen verbuggt, muss ich schon sagen. Aber mit der Steuerung jedenfalls. Das heißt ja eigentlich, man springt bei Assassin's Creed schon fast von alleine, man muss nur lenken, ne? Aber das Lenken ist ja aber auch nicht so geil immer. Mal gucken, ich lenke jetzt genau dahin. Ah, jetzt aktiviere das. I hate it and I want to wipe it. Okay. Fragt mich nicht, was das soll, was ich gerade laber. War ich gerade hier schon? Ich glaube schon, oder? Ach, kein Plan. Aber ich glaube, hier habe ich gerade gefailt. Okay, ich schwör's euch, gleich fliegt der Controller in die Ecke. Oh, jetzt geh doch hier hoch. Ohne Scheiß. Der ist so dumm manchmal, ne? Jetzt gehen die Dinger gleich wieder runter. Ach komm, kannst du mir am Arsch lecken. So ein Dreck. Ja, danke schön. Oh, ey.
Manchmal hasse ich diese Steuerung einfach. Guck mal, ich drück nach vorne und er macht nichts. Nur an der Stelle geht's hier. Oder jetzt auch wieder nicht. Alter. Was ist denn Kack wieder hier machen? Ich muss mich gerade beherrschen. Aber wenn ich nicht aufnehmen würde, dann weiß ich nicht, wäre was anderes passiert. So, Concentration jetzt. Richtig konzentrieren. Jetzt falle ich nicht runter. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle, ich weiß nicht, was dann passiert. Aber ich habe bei sowas nicht Geduld, wenn ich ganz oft wieder von Anfang an neu anfangen muss, ne? Ich hasse sowas wie die Pest. Komm, sprich mal hier hin. Habe ich es jetzt geschafft? Ich hoffe es. Oh, endlich. Eieieiei. Na. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich das überhaupt schaffe mit den Sprüngen. Da ist der Apfel. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so? Was für Tempel eigentlich? Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Was muss ich was machen? Oh ne. Ich weiß, was passiert. Aufhören. Nee. Sehr wenig. Wir müssen dich führen. Er wird sie töten. Wehre dich nicht. Nein. Oh mein Gott. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Oh Gott. Ja. Das war Assassin's Creed Brotherhood. Ich finde ein. Es war ein trauriges Ende. Und ja. Warum mussten wir Lucy töten? Das ist jetzt hier die Frage. Wird es weitergehen? Man weiß es nicht. Vielleicht sieht man es im nächsten Teil. Auf jeden Fall fand ich, es war ein sehr gut gelungenes Spiel. Viel Detail,
aufregende Mission. Und wir haben viel erlebt, muss ich schon sagen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 37. oder 38. Folge. Wir sind weit gekommen. Er hat einen Schock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. An dieser Stelle werde ich die Aufnahme noch weiterlaufen lassen, damit die Dialoge noch mit aufgenommen werden. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, wenn wir uns nicht mehr sehen, und sage danke, dass ihr dieses Projekt angeschaut habt und viel Spaß bei dem nächsten Projekt. Oder vielleicht kommen hiervon noch Folgen. Ich muss noch gucken. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und sag schon mal haut rein. Ciao. Okay, wir sind doch noch nicht ganz weg, sehe ich gerade. Wir sind jetzt hier wieder bei unserem Unterschlupf. Die Hauptstory haben wir durch. Gucken wir auf die Map. Ja, sind ja noch viele Sachen zu machen. Vor allem, guck mal, wir sind gerade hier in Europa, ne? Ich weiß nicht, wo man noch hinkommen kann. Auf jeden Fall müssen wir ja noch den Schatz des Romulus machen. Die einzelnen Türme noch hier. Die Aussichtspunkte. Die Borgia-Türme müssen wir noch machen. Ja, die ganzen Sachen kaufen. Ich glaube, das juckt eh keinen, ob man das jetzt gemacht hat oder nicht. Aber dass man wenigstens etwas noch hier hat. Also vom Ziel her. Wir könnten erstmal raus und mal gucken, ob wir uns irgendwas Neues kaufen können. Dem nehmen wir immer so viel Kohle. Ja. Passiert noch was? Ich glaube nicht. Nee. Die Hauptstory ist wirklich jetzt zu Ende. Aber ich finde, das war ein schönes Game. Na, ich rede schon von wahr. Aber sind ja noch nicht ganz fertig. Dann können wir Geld abheben. Jawohl. So, können wir uns hier noch was Schönes kaufen zum letzten Mal? Wenigstens alles reparieren. Boah. Das könnten wir uns einmal kaufen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Okay, Waffen. Kaufen wir das Beste. Plus 3. Na, jetzt sind wir schon wieder im Minusbereich. War auch wieder im Minusbereich. Ja, was ist denn hier ganz unten? Gucken wir doch mal hier. Heerführer Stocko. Boah, das sieht mir doch gut aus, das Schwert. Das nehmen wir mal. Kleine Waffen. Das lassen wir so. Geschäftsaufträge haben wir auch noch nicht alles fertig. Na gut. Sehr zufrieden sein, ich weiß es. Mal unten beim Arzt. Was haben wir hier noch? Geschäftsaufträge. Haben wir auch noch nicht alles. Aber wenn ich Langeweile habe, kann ich das ja machen. Können wir kurz beim Kunsthändler gucken. Ob der da noch was hat. Können wir uns vielleicht noch ein paar Schatzkarten kaufen. So, was haben wir hier noch? Gemälde. Ach, die brauche ich doch gar nicht. Schatzkarten. Vaticano, Centro, Federn. Ja, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Geschäftsaufträge haben wir auch noch nicht. Schatzkarten habe ich sonst alle.
Was brauche ich denn für einen Geschäftsauftrag? Auch wieder irgend so ein Kack. Gemälde kaufe ich mir nicht, weil brauche ich doch eh nicht. Beutel. Ja, da könnte ich mir noch einiges noch gönnen. Mittlerer Köcher. Geschäftsauftrag, so. Das brauchen wir nicht. Und da fehlen uns auch noch ganz viele Sachen. Okay, können wir noch irgendwas erledigen? Noch schnell. Boah. Nicht wirklich, ne? Bis ich da oben bin, da... Oh, noch eine Christina-Mission. Wie weit ist die denn weg? 273. Ja, ne, ich glaube die... Ach komm, wir machen die nur eben. Hängen wir die noch eben schnell dran, die Christina-Mission. Das geht doch schnell. Ich nehme hier lieber mal das Pferd. Komm mal her. Du hast ihn nochmal runter. Das brauche ich jetzt. Oh, jetzt habe ich mein Pferd gerufen. Egal. Tschüss, Pferd. So, das schaffen wir noch schnell. Ah, ich glaube jetzt mal nicht, dass die noch so lange jetzt dauern wird. Die Wachen gehen jetzt gerade auch am Arsch vorbei. Können wir eh nichts mehr anhaben. Sind wir schon da? Oh, weint hier einer? Okay, Christina Mission. Na, ich will jetzt nicht fangen, schau ich doch eh nicht. Ah, kann ich vergessen. Lade. Ezio, was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber Ezio, es ist 2 Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ah! Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an den er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter. Oh. Okay, das ist ja hier eine wunderbare Mission. Ich muss den Verlobten retten. Geht aus dem Weg. Na, jetzt hier. Der Held bekommt am Ende nichts, ne? Na kommt her. Ey, hör auf ihn anzugreifen. Verliere ich jetzt an so einem Narren oder wie? Wollte schon sagen. Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp. Oh, ey, wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina, die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore. Du wirst hier ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf und bring dich um. Ihm geht's gut. Er wird dir ein guter Mann sein.
Dafür habe ich gesorgt. Was? So, das war's auch mit der Mission. Jetzt hier steht er alleine da. Gut. Da müssen wir noch gucken, was wir für weitere Missionen noch machen können. Weil hier haben wir einen Turm. Vielleicht können wir den machen. Ach, guck den Bettler da mal an. Komm, müssen die noch mal hier helfen. Komm, wir helfen dem hier mal noch. Kann ich ihm kein Geld geben? Verstehe ich gerade nicht. Also. Na komm. Ich bewerf euch hier mit Geld. Ich gebe denen schon Geld. Und die greifen mich immer noch an. Bam. So, guck mal, wie ich die fertig machen kann. Oh. Er greift mich trotzdem an. Okay, er will Stress, merke ich schon. Guck mal, wie wir mit denen spielen können. Komm, kill ihn. Bam. Okay. Ich muss euch noch eins zeigen. Was ich relativ witzig immer finde. Den wollte ich eigentlich nicht aufheben. Das hier. Haben wir hier eine Wache? Da ist eine Wache. Naja, die ist im Turm. Oder? Ist sie hier drin? Das ist so witzig, das sieht einfach nur cool aus. Hier haben wir Wachen. Okay. Guckt euch an. Bam. Oh. Okay, das ist ein Fail. Okay. Ja gut. Auf jeden Fall war es das dann für diese Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Haut rein. Ciao.